Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal wieder eine kommentierte Dressurprüfung für euch. Die Saison hat ja gerade angefangen und genau, hier sehen wir dann mal unsere allererste A-Dressur oder ihr seht meine allererste A-Dressur auf dem Turnier mit Robinho. Und genau, hier kommen wir einmal zur Grußaufstellung. Vorab muss ich sagen, dass ich die Woche davor nicht geritten bin und auch die Woche davor nicht. Also ich bin 2 Wochen vor dem Turnier nicht geritten, weil ich krank bin. Und wir sind relativ spontan aufs Turnier gefahren, weil ich gesagt habe, komm. Mehr als schlecht laufen kann es nicht und Übung ist immer gut. Ja, genau. So, das war jetzt erst die Grußaufstellung, da war ich ganz zufrieden. Dann ging es auf der rechten Hand im Trab weiter. Einmal außen rum, ganze Bahn. Ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl. So, er kam mir zweimal wieder enger, aber ich habe ihn da ganz gut hochbekommen. Da ging es ans Leichttraben, durch die ganze Bahn wechseln. Finde ich ihn auch noch sehr schön. Ich hatte die ganze Zeit über das Gefühl, dass wir total langsam sind, aber das war gar nicht so. Also wenn ich mir das jetzt so angucke, dann war es gar nicht so schlimm. Ich hatte mal während der Prüfung das Gefühl, ich bin total langsam und die hinter mir hat überhaupt gar keine Chance zu reiten, aber die Abstände waren ja gut. So, hier dann wieder aussitzen. Dann kommen durch die ganze Bahn wechseln, Tritte verlängern. Genau. Da hat er tatsächlich schön zugelegt und ist mir da auch nicht irgendwie angesprungen im Galopp oder so. Hat sich auch dann wieder gut zurücknehmen lassen. Ich finde, den Übergang sieht man deutlich. Und genau, Übergangsbeschritt, da hat er sich so ein bisschen rausgehoben. Das wurde dann auch später bei den Richtern angemerkt, dass er sich bei den Übergängen halt so ein bisschen raushebt. Aber gut, das ist halt so, ne? Ich bin 2 Wochen nicht geritten. Alles in Ordnung. Es ist ja nichts. Ist ja jetzt nichts, was grundsätzlich nie wieder zu beheben ist. So, das Viereck verkleinern war ganz gut. Er wollte dann nur leider wieder zurück zum Hufschlag, weil wir das meistens halt so machen, dass wir erst Viereck verkleinern und danach direkt Viereck vergrößern. Das war hier halt nicht gewünscht. Aber deswegen war er halt so ein bisschen so, ah ja, okay, ich weiß, was kommt. Ich gehe dann auch mal wieder zurück. Aber ich habe ihn da ganz gut dann auch wieder gerade ausreiten können. So. Genau, dann geht's gleich im Trab wieder los. Soweit ich weiß, ja. Ja, wieder einmal außen rum. Da wurde er mir dann ein bisschen eng schon. Also ab der zweiten Hälfte der Prüfung war es halt einfach so, dass bei ihm und bei mir so ein bisschen die Kraft nachgelassen hat. Und ja, der Galopp. Der ist mir da ganz gut angesprungen, ist mir auch, also er ist mir da auch nicht zu hoch gekommen. Er hat sich da sogar eher eingerollt. Jo. Genau, aber der Galopp gefällt mir wieder ganz gut. Auf der rechten Hand kommt er mir ja mit dem Hintern immer so ein bisschen in die Bahn rein. Aber ich finde auch, das war jetzt nicht so schlimm. Den Übergang hätte ich auf jeden Fall geschickter reiten können. Irgendwie in der Ecke oder so habe ich leider. Genau vor den Richtern gemacht, war ein bisschen dämlich, aber fürs nächste Mal weiß ich da Bescheid. So, und jetzt fällt es mir sehr schwer, ihn da auszusitzen, weil er einfach nach dem Galopp sich schwer tut, da so ein bisschen zurückzukommen. Aber es ging auch gar nicht so lange im Trab, deswegen war es in Ordnung. Hier der Galopp auch wieder ganz gut, finde ich. Also der Galopp gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Ja. Im Galopp könnte er tatsächlich noch so ein bisschen mehr vorwärts gehen. Jetzt kommt hier Galoppsprünge verlängern. Ja, doch. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Das Zurücknehmen. Auch ja, der Übergang wieder direkt vor den Richtern, das war auch schon wieder ein bisschen dämlich. Das nächste Mal, also fürs nächste Mal weiß ich, okay, Übergänge werden in den Ecken geritten. Ja. Dann hier auf den Mittelzirkel geritten und durch den Mittelzirkel wechseln. Leider erst einmal außen rum. Und ja, da kommt er mir halt auch wieder deutlich zu eng. Nach dem zweiten Galopp war er dann halt auch sehr an, sage ich mal. Und halt, mir ist es dann sehr schwer gefallen, ihn gleichzeitig zu sitzen und auch noch vorne hochzuholen. Einfach, weil meine Kraft nachgelassen hat. Ich bin halt einfach wirklich nicht richtig gesund. Ich hatte auch noch Fieber die Tage davor. Und ja. Hier dann aufmarschieren. Da hat er sich auch noch einmal verworfen. Da wollte er schon viel früher anhalten. Dafür steht er dann
Auch nicht geschlossen. Ich dachte gerade, da steht er wenigstens geschlossen. Nein, tut er nicht. Macht aber nichts, er hat sich beim Anhalten nicht rausgehoben. Das macht er sonst ganz gerne mal. Dann noch einmal grüßen und am langen Zügel zu den Richtern vorziehen. Als Note gab es für uns eine 6,3 und ich war damit zweite Reserve. Ab 6,5 wurde platziert und ich bin eigentlich ziemlich zufrieden.